Genau 750 Jahre ist es her, dass Bramfeld zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Im Laufe der Jahrhunderte ist aus dem einstigen Dorf ein dicht besiedelter Stadtteil mit mehr als 50.000 Einwohnern geworden. Und diese 750 Jahre dazwischen, die sollen nun gefeiert werden. Pandemie hin oder her. Wie das gehen kann und was alles geplant ist, dazu später mehr. Vorher schauen wir aber mal rüber nach Großborstel. Und bei uns geht es weiter um den 750. Geburtstag von Bramfeld. Und dazu begrüße ich den Organisator der Jubiläumsfeierlichkeiten, Konstantin Ulmer. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, hallo. Sagen Sie, was ist denn geplant und wann soll es denn losgehen? Wir hoffen, dass wir im Mai jetzt endlich starten können mit den Feierlichkeiten. Ursprünglich wollten wir schon früher anfangen, aber wegen der aktuellen Situation mit Corona haben wir immer ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Im Mai gibt es die ersten Veranstaltungen, im Juni geht es dann weiter und ein großes Fest soll, wenn es denn möglich ist, im August auf dem Marktplatz Hertha-Straße steigen. Ja, Corona könnte dem Ganzen natürlich einen Strich durch die Rechnung machen. Wie planen Sie Alternativen oder wie kann man das Corona-konform gestalten, vielleicht die Feierlichkeit? Es gibt relativ viele Open-Air-Veranstaltungen und wir hoffen, dass, wenn es wärmer wird, wenigstens das gut möglich ist, mit kleineren Gruppen Open-Air Stadtspaziergänge zu machen, literarische Spaziergänge zu machen. Ob wir dann im August ein großes Fest auf dem Marktplatz Hertha-Straße mit 2.000, 3.000 Leuten feiern können, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Ganz im Notfall schieben wir noch ein bisschen weiter nach hinten und wenn es hart auf hart kommt, müssen wir das Jubiläumsjahr ein bisschen erweitern und 750 plus 1 feiern im nächsten Jahr. Also auf jeden Fall wird etwas stattfinden. Können Sie uns ein paar Highlights Ihrer Pläne nennen? Ja, neben dem großen Fest, das wir planen, soll es am Vorabend dieses Festes ein Konzert geben mit allen Akteuren aus dem Stadtteil, mit Chören, Gruppen, Jugendorchester und so weiter. Es gibt eine Performance-Akteurin in Bramfeld, Franziska Jacobi, die ist auch Theatermacherin, die versucht mit Bramfelder Geschichten zu erarbeiten aus dem Stadtteil und mit Texten oder filmisch umzusetzen und daraus eine große Performance zu basteln. Das sind so ein paar Bausteine. Ansonsten gibt es auch ganz viele kleinere Sachen. Einzelne Veranstaltungen, die Kirchen sind involviert, alle Akteure aus dem Stadtteil versuchen irgendwie einen Beitrag zu bringen. Sprechen wir über den Stadtteil. Wie hat er sich in den Jahren entwickelt, in den 750 Jahren? Wie ist er vom Dorf zur Stadt in der Stadt geworden? Genau, Bramfeld ist ursprünglich ein Dorf und für die alteingesessenen Bramfelder ist es noch immer ihr Dorf, auch wenn sich der Stadtteil sehr verändert hat. Wir stehen hier vor dem letzten ursprünglichen Bauernhaus des Stadtteils, vor dem Bracula. Das jetzt erweitert wird mit einem Ensemble, das Försterhaus wird jetzt auch der Kultur zugeschlagen, da war bisher ein Autohändler drin, das ist noch so der historische Kern des Stadtteils sozusagen. Ansonsten ist es immer mehr ein bisschen eingemeindet worden und 1937 dann tatsächlich auch Hamburg zugeschlagen worden. Bis dahin war es ein Stadtteil, nee, ein Ort vor Hamburg und jetzt ist es ein Hamburger Stadtteil, mittlerweile einer der größten Stadtteile Hamburgs mit 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und Bramfeld ist sehr vielfältig, sehr bunt, sehr groß. Ja, vielen Dank, Herr Ulmer. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, mehr über den Stadtteil und die Feierlichkeiten natürlich erfahren wollen und auf dem Laufenden über den Terminplan bleiben möchten, dann schauen Sie doch ins Internet unter www.750-bramfeld.de. Da gibt es das ganze Programm und alles Wissenswerte über den Stadtteil. Vielen Dank, Herr Ulmer. Und bei uns geht es jetzt mit einem anderen Thema weiter.